Moin, ich bin Christian aus dem Landkreis Cuxhaven. Heute bei helligstem Aprilwetter haben wir mal was Besonderes vor. Heute ist unser Melkstand ein kleines Trainingslager geworden. Für die drei Siegerinnen des Landesmelkwettbewerbes, die sich vorbereiten auf den Bundesmelkwettbewerb. Schaut einfach mal mit rein. So, Fahrt läuft. Wir melken jetzt die Kuh an, um die Milch zu prüfen, ob sie in Ordnung ist. Die junge Dame hat die Aufgabe, das auch zu vermelden und danach die Striche zu reinigen, um möglichst hygienische, einwandfreie Milch zu ermelken. Für uns ist jetzt weiterhin wichtig, dass das Ganze in einem gewissen Zeitrahmen abläuft, damit auch die Kuh mit der Stimulation und mit dem Ansetzen im Einklang gemolken wird. Du hast jetzt 35 Sekunden. 35 Sekunden ist eine gute Zeit. Der Proband muss unter 60 Sekunden bleiben. Da das Ganze auch ein Wettkampf ist, geht es auch ein bisschen um die Arbeitsgeschwindigkeit. Sauberes, zügiges Arbeiten mit sehr guter Qualität. Beim Ansetzen ist darauf zu achten, dass möglichst keine Fremdluft eingesaugt wird. 30 Sekunden. Wir nehmen jetzt die Zeit vom ersten Berühren des ersten Striches. Jawohl. Bis zum Ansetzen mit dem ersten Melkbecher. Der Proband muss jetzt 6 Tiere in Folge melken. Jetzt geht es darum, dass unsere Melkerin möglichst geschickt alle 6 Kühe im Auge behält und die Übersicht, welches Tier zuerst ausgemolken wird. So, jetzt habt ihr einen Einblick in unser Trainingslager, unseren Melkstand bekommen. Jetzt bleibt uns noch übrig, unseren drei Damen aus Niedersachsen viel Glück beim Bayern beim Bundesentscheid zu wünschen. Vielleicht bringt einen Sieg mit nach Niedersachsen. Bis zum nächsten Mal, euer Christian.